Afritz, tausende Menschen sind gekommen, um ihren Matthias Mayer zu feiern. Auch Philipp gratuliert, obwohl er selbst kein Skifahrer werden möchte. Na. Lieber was anderes? Ja, Bauer werden. Ich habe jetzt keinen Hut auf, den will ich jetzt singen für ihn. Gratulation dem Matthias Mayer. Dann war es soweit. In Begleitung der Trachtenkapellen zog Matthias Mayer in das Festzelt ein. Die Kindergartenkinder hatten sogar ein eigenes Lied komponiert. Es war der Tag, den Matthias Mayer und seine Fans nicht so schnell vergessen werden. Zum zweiten Mal holt er Gold nach Afritz. Da freuen sich auch die Olympiasieger Franz Klammer und Fritz Strobel und Bürgermeister Max Linder. Eine halbe Stunde nachdem der Gold der Olympiasieg festgestanden ist, haben mich die Vereine schon angerufen und haben gesagt, Max, wir sind mal dabei, wir sind mal wieder bereit zu organisieren, wir sind mal wieder bereit, eine schöne Feier zu machen. Auch Landeshauptmann Peter Kaiser ließ sich die Party nicht entgehen. Er hatte für Tennisfan Matthias Mayer eine Überraschung parat. Nämlich Tickets für Wimbledon im heurigen Jahr mit einigen Freunden und Verwandten. Alles, alles Gute. Herzlich stolz auf dich. Dann der große Augenblick, Matthias Mayer selbst auf der Bühne. Dort, wo er bereits vor 4 Jahren das erste Gold gefeiert hat. Wahrscheinlich habe ich mal gedacht, vor 4 Jahren war es so eine lässige Feier. Und ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern. Es wird wiederholt. An die Goldfahrt von Pyeongchang kann sich Matthias Mayer noch ganz genau erinnern. Ich bin so im Starttraining gestanden. Erst zuerst einmal die Schmeckkamera noch um mein Gesicht umgefahren und habe gedacht, die weg, die blöde Kamera, das sieht mir jetzt an. Und im nächsten Moment habe ich mir aber gedacht, meine Mama, mein Bruder, mein Freund sind unten im Gesicht gesessen. Dann habe ich mir gedacht, jetzt zeige ich mal, was ich den ganzen Sommer getrieben habe. Dass ich nicht auf Garde war, sondern dass ich was gelernt habe und das habe ich dann umgesetzt. Im Beisein der Familie darf Matthias Mayer auch das goldene Ehrenzeichen des Landes in Empfang nehmen. Mit ihm freuen sich viele Weggefährten wie Feuerwehrmann Peter. Man vorbeispaziert, man kann mit ihnen reden. Er ist mit dem Opa unterwegs, man kann mit dem Opa super reden. Die ganze Familie, alle, der Helmut, die Margit, alle, super. Der Bruder, der Lukas. Das ist einfach eine super Familie, was zusammenhaltet. Einfach super. Stundenlang wurden dann Autogramme geschrieben und getanzt wurde natürlich auch. Und vielleicht heißt es 2022 noch einmal Unsere Worte, unsere Worte! Gold, Gold, Gold! Danke!